Während also die Fußballer schon mitten in der Rückrunde stecken, geht's für unsere Handballer am Wochenende wieder los. Der SCD AFK steht nach einer fulminanten Hinrunde auf Platz 8 und hat gleich mal schwere Aufgaben vor der Brust. Darüber wollen wir mit unserem Gast sprechen. Lukas Binder, schön, dass du da bist. Ich freue mich, hallo. Lukas, wir wollen gar nicht groß auf die EM eingehen. Alle Jungs, außer ein paar Verletzte, sind wieder an Bord. Sei mal ganz ehrlich, seid ihr schon wieder eine eingespielte Einheit? Ja, ist schwierig. Das war jetzt das erste Mal so, dass wir die Situation hatten. Wir haben Leute bei der Nationalmannschaft, wir haben viele Verletzte. Sonst konnten wir immer eine kleine Vorbereitung noch einschieben in der Winterpause. Das war jetzt nicht wirklich möglich. Wir waren teilweise 8 Mann im Training. Okay. Das ist für uns schon ungewohnt. Ja? So ja. Als kleiner Verein, die Spieler werden nicht wirklich beachtet und werden unter Wert verkauft. Und das ist jetzt eben was anderes mit Christian Prokop als Nationaltrainer. Der weiß natürlich um den Wert unserer Spieler. Ja. Deswegen ist es schwer. Wir hatten jetzt eine Woche zusammen, glaube ich, knapp. Wir werden sehen, was am Wochenende rauskommt. Aber unser neuer Trainer Biegel hat alles gegeben und ich denke, es wird gut aussehen. Du sprichst ihn an, Michael Biegel ist seit Anfang des Jahres bei euch. Du hast, glaube ich, mit als einziger oder einer der wenigen schon 2013 mit ihm zusammen trainiert und unter ihm gespielt. Ist es genau noch wie damals oder hat sich ein bisschen was geändert? Er musste mir erst mal erzählen, wie es damals war. Also für mich war es schon wieder lange her, aber er hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Und was hat er denn erzählt? Er hat erzählt, dass ich wohl ziemlich sauer auf ihn war, weil er mich dann weniger eingesetzt hat als der Trainer zuvor. Und es war nicht das beste Verhältnis, aber dafür ist es jetzt umso besser. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm. Menschlich eine Granate und sportlich hat er uns auch noch mal ein paar neue Dinge beigebracht und ein paar kleine Stellschrauben gedreht. Und ja, ich kann mich nicht beschweren. Und wie gesagt, von damals weiß ich nicht mehr viel, war aber auch eine andere Situation. Wir waren kurz vorm Abstieg, das Projekt war kurz davor zusammenzubrechen. Und jetzt sieht es natürlich umso besser aus. Differenzen zwischen Trainer und Spieler, Guido, kennst du gar nicht, oder? Ja, also, na klar gibt es die, aber die wird man natürlich nicht öffentlich machen. Ist ja klar, dass der Lukas sagt, das ist ein super Trainer, ist wahrscheinlich der Beste, den du bisher hattest, oder? Ja, ist klar. Wird immer besser. Ja. Ja. Nee, der hat euch damals vom Abstieg aus der zweiten Liga sogar gerettet. Ja. Kretscher hat ihn damals geholt. Du warst Kretscher auch noch auf der Bank mit Biegel zusammen. Ja, ich kann mich erinnern. Nein, mit dem Trainer, das geht immer mal zur Sache. Wenn du nicht spielst, bist du mit jedem Trainer der Welt unzufrieden, weil du ja denkst, du bist der beste Spieler. Aber Lukas ist nun wirklich einer der Besten geworden, aus dem Zweitligaspieler ein toller Erstligaspieler geworden. Das haben wir jetzt nicht vorher abgesprochen. Und er will Nationalspieler auch noch werden, im Handball. Ja, da hätten wir wenigstens mal wieder einen, der einigermaßen werfen kann. Apropos Nationalmannschaft. Viele von euch haben unter Christian Prokop trainiert und steht sicherlich noch im guten Verhältnis. Nach der EM gab es ja auch gerade aus Melsung heftige Kritik gegen ihn als Nationaltrainer. Motiviert euch das besonders oder schaltet ihr das aus und konzentriert euch einfach nur so aufs Spiel? Ja, sowas sagt man natürlich ungern auch in der Öffentlichkeit, aber ich fand es ziemlich krass, was der Trainer von Melsung, was der Geschäftsführer von Melsung abgezogen hat. Ich finde, es gehört sich nicht, aber in der Woche bis jetzt hat es keine Rolle gespielt. Beim Spiel, natürlich mache ich die Ansprachen vom Spiel, mache die Jungs nochmal heiß. Ja. Da wird das schon nochmal fallen und ich denke, wir werden auch extra motiviert sein. Und vielleicht war es auch ein kleines Eigentor jetzt von Melsung im Hinblick auf das Spiel. Wir sind gespannt, wir drücken euch die Daumen. Topspiel des 20. Spieltags und danach geht es gleich munter weiter gegen Magdeburg, dann nach Berlin und dann steht auch schon das Pokal-Viertelfinale an gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also große Aufgaben für euch. Wir drücken euch die Daumen und danken dir für deinen Besuch. Dankeschön.